Es ist Looney Tuesday hier bei Telekonga und wir sind immer noch mit Daffy und Bugs im Louvre in Paris. Genau. Letzte Woche haben wir ja wie ein Held 7 Meisterwerke zurückgeholt. Diesmal müssen wir. Genau. Roten Leidenschaften verbinden die Jagd und die Liebe für Kundgegenstände. Müssen wir Elmar Fatt aufhalten, da. Und, warte mal, wir holen gleich mal den Bugs her. So. Redest du mit mir? Hör mal, das ist hier keine Solo-Nummer. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier weiterkommen. Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Ah, da geht's lang. Okay. Immer mit der Ruhe, du Angeber, ich komme ja schon. Ah, oh, da sind die wahren Kunstwerke hier. Seht ihr das? Die gucken wir uns jetzt auch mal schön hier an. Ah, oh, fantastisch, fantastisch. Ich liebe die alten Filme, ja. Ah, das ist mein Meisterwerk. Fantastisch. Grandioso. Ah. So. Jetzt schnell hier das einsammeln. Wieder beißt einer ins Gras. So. Guck mal hier nochmal. Nicht zeigen, nicht den zeigen. Das ist doch super, oder? Vor allen Dingen, dass Speedy einen Vogel essen will. Und Duffy. Oh ja, gut. Müsst ihr wissen, ne? Müsst ihr wissen, Freunde. Ich hab ja so eine Angst vor dir. Oh, ho, ho. Da kriegt er einen mit und trotzdem versucht er mich noch zu erhaschen. Hurra, ich bin reich. Ich bin auf dem Zipfel der Perfektion. Ach, Mann, ey. Mister ignoranter Amerikaner für Kulturbanause. Ist das ein Bugs dort? Hinten, der da hängt? Ich glaub schon, ne? Da will ich jetzt mal gucken. Moment, lass mich mal hier hoch. Genau. Da gucke ich mal. Okay, er hat beide Ohren. Ich wollte mal gucken, ob es ein von Bugs ist. Porky Pig als Dings. Was haben wir da? Ich könnte stundenlang einfach nur die Gemälde angucken. Oh, da oben ist auch noch was. Da müssen wir auch noch hin. Was ist da los, ja? Was denn? Das ist ja super. Gibt's noch einen Kojoten? Guck mal, Filmstars! 5 Cent? Geizhälse! Das ist super. Gefällt mir. Tastius Supersonicus. Also wir mal schnell hier zerkloppen. Dahinter vielleicht noch was? Ne. Da. Geh weiter. Komm mal. Mein siebter Väterchen sagt mir, dass an diesen Statuen irgendwas faul ist. Auf! Wow, ich muss den Burschen von meinen Krallen erlösen. Okay. 5 Cent, oh toll. So. Kill the rabbit, kill the rabbit. Nein, ich bin nicht verrückt, ich... Ich habe nur die Oper gesungen. So, wie kommen wir denn da oben hin? Da hinten lang vielleicht? Da. Aber. Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Ich weiß nicht, ob das so. Vielleicht mit Bugs? Ja, guck mal hier hoch. So, guck mal, Filmstars! So, nee.
Fehlt noch was? Alle für einen und einer für alle. Zeit, meinen strapazierten Füßen eine Pause zu gönnen. Na klar, ich kann's ja mal probieren. Okay. Hey, ich sing auch sehr gern. Ich bin rein. Kommt mal hier hoch. Hä? Da ist gerade das Sonne gefahren, aber bin ich dumm. Nein, ihr müsst mir nicht schreiben. Ja, da kommt doch was, ja. Warum? Hä? Das ist aber merkwürdig. Da hinten. Ihr seht es doch auch, oder? Ja, vielleicht geht das auch später. Komisch. Merkwürdig. Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Hey, ein Fünfer. Ja, ich habe ja den Wavebird. Da ist nichts mit vibrieren. Aber wir können ja trotzdem mal... Ne, hier geht's nicht. Da hat's mir nur ein Hosenboden hier glatt gedrückt. Aber wir können da trotzdem mal so... Was machst du denn? So. Trotzdem mal ein bisschen auf Verdacht buddeln. Geht ja fix. So. Hopp, mach dich endlich ans Buddeln, Kumpel. So, da haben wir doch schon was, ja. Guck mal, Filmstars! Oh, das ist ja nämlich schön. Einsammeln? Oh, noch was? Ne. Hui! Sieh mal, wie du abgehst, du wandelnder, langohriger Bulldog. Ah! Das wollte ich doch. Jedes kleine bisschen hilft. Ich spüre von hier aus, wie deine Füße kribbeln. Das muss an deinem Riecher für Zaster liegen. Das sammelt er komischerweise nicht ein, ja, das Geld. Die Statue schon. Naja, gut. Ah. Boing. Ist hier noch was? Ja. Sieht nichts aus. Gut. Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Nicht schlecht. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ich bin schon wieder 15. Weißt du, ich kann viel besser buddeln als du da. Okay, ist hier noch was? Wahrscheinlich so. Ich glaube nicht. Egal. Dann gehen wir mal weiter. Uiuiui. Verbraucht übrigens schmale 2 Plätze auf der Memory Card. 2 Blöcke. Köstliche Entenbraten. Oh Mann, so kann man auch seinen Nachmittag verbringen. Endsaison, Hasensaison, Endsaison, Hasensaison. Schön alles eingedeutscht, sehr gut. Nimm dich vor, Elmer Fott in Acht. Hör auf rumzualbern und komm hierher. Hör mal, das ist hier keine Solonummer. Okay, ich muss mich also hier irgendwie verstecken, wenn ich wüsste, wo der ist. Was der Käufchen? Endlich kann ich meine franzosen Leidenschaften verbinden, die Jank und die Liebe für künftige Hände. Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Was? Während du stehst und ducken? Nee, ja. So, ist klar. Ach, da ist alles klar, alles klar, alles klar. Was für eine Ausbeute! Ah! Verflick nochmal, du verrückte Ente! Sehr eigenartig. Was macht
Ah, schade, ich dachte, man könnte es drehen auf Hasensaison oder so. Das wäre noch cool gewesen. Hurra, ich bin reich. So, mal schnell hier hoch. Gibst du dir nie auf Glatzkopf? Was muss ich eigentlich machen? Bringe Elmer dazu, die Jagdschilder zu. Alles klar. Na klar, ich kann's ja mal probieren. Ist ja jetzt erstmal Entensaison, das heißt, ich kann ja. Oh, nee, jetzt ist Hasensaison. Ah, also auch so rum. Aber ich will nämlich erstmal hier den Kram einsammeln. Ah, ich muss mich also. Wie du jagt sonst niemand im Louvre. Du hast dich. Es gibt wirklich eine Menge hübscher Dinge im Louvre. Bang, bang! Rote Güte, ich bin vollkommen verwirrt. Au, prima! Volltretter! Steht jetzt da. Falls es auch und dann. Alter. Hui. Guck mal, Filmstars. Wahrscheinlich muss ich alle Schilder umändern, ne? Ja, was soll's. Von mir aus können wir noch ein paar Runden drehen. Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Gut. Kommt raus, wo immer ihr seid. Ist der noch auf Elmer Season? Fazit, ja. Gut. Hey, Fuß. Kommt raus und bin, kleine Trophäen. Hey, das kannst du nicht machen! Kannst du nur den ein? Nee, doch. Hä? Hoffentlich hat du dein Testament gemacht. Ach nee, hier ist noch. Endlich kann ich meine zwei toten Leidenschaften verbinden, die Jagd und die Liebe für Kunden. Das ist unglaublich. Verziehen. Ah, jetzt. Und die Flinte holen? Gab es da eine Flinte jetzt? Ja. Jetzt bist du fällig, Junge. Was für eine fabelhafte Umgebung. Oh, du machst mich so wütend. Alles klar, I see. Wir gehen trotzdem ja nochmal hier hoch und sammeln hier oben noch ein bisschen Kram ein. Aber jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Also die Schilder ändern, dann lässt er seine Flinte fallen. Und dann kann man nämlich den Bar von Latzballern her. Wie oft? Dreimal, ne? Glaube ich war's. So, Kontrollpunkt. Ist hier noch was Schönes? So viel schönes Zeug überall, ja. Sieht aus, als möchte da jemand einen kleinen Nachschlag. Jedes Mal ein bisschen hilft. Ich kümmere mich drum, keine Angst. Der mächtige Jägermann nutzt all deine langjährige Übung und Erfahrung beim Aufführen deiner Beute. So. Ja, was soll's. Von hier aus können wir noch ein paar Runden drehen. Einmal. Der Kerl könnte nicht mal ein Scheunentor mit einer Schaufel treffen. Was ist das andere? Sind die jetzt mal woanders, oder was? Ja, toll. Ich wünschte, ich könnte Französisch sprechen. Da. Hey, Fuzzi, hast du es schon mal mit Dame versucht?
Ja, ihr habt doch... Warum hat er das nicht genommen? Wo ist die Flinte? Oh, hab ich doch. Ach. So, ja komm, lauf wieder gegen die Begrenzung. Das kriegst du wieder. Und dann gibt es harten Eintopf. So. Mann, jetzt geht das wieder los. Kontrat, wo immer ihr seid. Guck mal, Filmstars. Hey, das hat wehgetan. Alter. Du schnöde Welt. Mann, ey. Da ist er doch. Na, komm mit. Einmal. Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Noch was du da gerade. Entschuldigung. Autsch. Ich glaube, ich brauche eine Karotte. Kann ich meine zwei roten Leidenschaften verbinden, die Jagd und die Liebe für Kundgegentände. Nettet mal hat man nicht dafür. Hey, ich hab doch hier. Endlich hat du deinen Meiter gefunden, Hade. Mehr eigenartig. Was macht ein Hade im Luger? Noch ein mehr. Jetzt möchte da jemand einen kleinen Nachschlag. Ja, doch, dir bitte sagen, wie mir welche der Donner wirklich ist. So. Ich bin ein begeisterter Jagdsport. Nein! Wird auch Zeit, du Spielverderber. Ich hab schon auf falschen gedrückt. Knopf, falschen Knopf hier. Da kommt die Ablösung. Du willst, dass meiner einer weitermacht? Komm. So, Mann. Komm zu Onkel Baxi, kleines Bonus-Äffchen. Das wird du wüten, du Mitvieh. Ah, jetzt können wir wieder zum Dings werden. Erstmal einsammeln, genau. Schon wieder 5 Cent. Und dann gehen wir mal da hoch. Wo waren die Treppe? Hä? Sag mal. Nehmen wir die große. Spionkostüm. Jetzt kommen wir nämlich auch in dem anderen Raum, wo die ganzen Dinge singen hier, die Bilder. Kommen wir doch dahin. Ein wahres Bild für die Götter. So. Aua. Ging das hier, oder? Lass mich in Ruhe. So, jetzt machen wir nämlich das immer das vergessen. Nicht schlecht. Hui. So. Na komm schon. Tada. Ist echt dein Gewicht in Gold wert? So. Sehr gut. Aua. Können wir wieder rausgehen. Gut, dann. Hey, klingt, als wäre da irgendwas drin? Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Jedes kleine bisschen hilft. Na komm schon. Und jetzt können wir nämlich. So, gucken wir mal. Ich hatte damit noch was vor. Okay, also, wir haben zu lange gebraucht. Macht nichts. Wir haben noch genügend Kohle. Dann machen wir das halt nochmal.
Tönen verleih. Das ist dein Ding, Kumpel. Und von mir aus herzlich gern. Gerne, mach auch. Und voilà. So, hier war das doch, oder? Ja. Na komm schon. Egal, wir sind auf jeden Fall erstmal hier oben. Wie ihr seht. Okay. Aua. Elmer flieht auf den Hof, ihm nach. Ja, die Sachen können wir auch das nächste Mal dann holen, wenn wir vielleicht das völlig freigeschalten haben, alles oder so, oh. Aber wo lang jetzt? Hier? Ja. Nee, ich glaube nicht. Da gibt es bestimmt noch einen anderen Ausgang, oder? Hui. Da. Oder? Ja, hier waren wir noch nicht. Fang an zu graben, Langohr. Oh. Dabei. Stress mal hier nicht rum. Guck mal, Filmstars! Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Jedes kleine bisschen hilft. Okay. Weißt du, ich kann viel besser buddeln als du, Duffy. Okay. Da müssen wir nochmal hin. War hier noch irgendwas? Ja, ich glaube nicht. Ich frage mich, ob die Dinger massiv sind. Massiv kaputt, ja. Nicht da war. Könnte wohl sein. Hey, schon wieder 15. Okay. Hui. Nicht schlecht. Hä? Neue Bilder? War die gleiche. Ah, Duck Dodgers. Marvin Noah's Mensch.
Hey, ein Fünfer! Guck mal, Filmstars! Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen! Hui! Da ist noch einer. Whistlers Mutter. Die Statue sieht irgendwie billig aus. Und auf jeden Fall ist sie jetzt nichts mehr wert. Jedes kleine bisschen hilft. Da ist er. Boing. Seht ihr, da. Der singende Frosch. Der Dancing Frosch, den wir die ganze Zeit hier einsammeln. So. Los geht's. Wie wär's, wenn wir uns mal in der Hauptgalerie da drüben umsehen, hinter der Skulptur des Affen mit dem großen Diamanten? Diamant? Na warte, du Fieder! Fang den Affen! Ich habe ja auch sonst nichts zu tun, wa? Ah, jetzt sind noch die Dinger da, ja. Come on. Hey, schon wieder 15. Kann ich nicht einfach wechseln? Nee, ich kann nicht wechseln. Wenn du glaubst, ich lass dich das versuchen. Ja, okay, ja, also ich muss mit Bugs jetzt da hoch. Du kriegst später noch deine Chance. Mittagspause, ich kann jetzt nicht tauschen. Na gut. Kamera, hallo? Ah, verflucht seist du, Kamera des Todes. So. Hey, ein Fünfer. Da wollten wir vorhin auch hin, ne? Jo, jetzt haben wir es geschafft. Lass mich in Ruhe. Erstmal schön hier einsammeln. Wir brauchen ja die Kohle für neue Gebiete. Noch was zu sagen, Pate? Ich muss natürlich wieder mit einem Anfänger arbeiten. Was treibt der sich jetzt hier rum, der Fahrt? Silvester. Oh oh, schon. Saftiges Sardinenfilet. Irgendjemand hat mir die Ohren gespitzt. Das wird dir eine Lehre sein. Jedes kleine bisschen hilft. Das ist wirklich das aller, egal. Allerletzteste. Ja, erstmal hier oben speichern, damit wir dann im Notfall hier wieder anfangen können. So, Kontrollpunkt. Okay. Dann läuft jetzt da drüben lang oder was? Da ist er. Uiuiui. So. Na. Ja, was soll's. Von mir aus können wir noch ein paar Runden drehen. Komm sofort wieder her, du kleiner Stinker. Guck mal, Filmstars. Boing. Will der mich verarschen, oder was? Mach nicht so einen Affen und komm wieder her! So! Dieser diebische Affe ist mit meinem teuren Edelstein entwischt! Was zum... Was jetzt?
Jetzt rennt der doch schon wieder weg hier. nein. Wir machen das erstmal fertig. Las Vegas gibt's später. Oh, super. Und wohin jetzt? Ah, okay, das ist die Zwischensequenz. Ja, die haben wir das letzte Mal wahrscheinlich abgebrochen. Haben wir gesagt, haben, ja, wir gehen. Doch wenn ich den Diamanten habe, gibt's kaum einen besseren Ort für meinen neuen luxuriösen Lebensstil als die Stadt der Krabbencocktails für 99 Cent. So sieht's aus. Las Vegas und drücken Sie ein bisschen auf die Tube. Was? Haben noch nicht genug? Doch. Sie wollen wie viele Frauen? Lassen Sie den Motor laufen, Depardieu. Fertig? Lass dich nicht abhalten. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Kohle, oder? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal auf die Karte. Nach Las Vegas fahren wir heute nicht mehr. Ne? Das sage ich schon mal vorneweg. Das können wir das nächste Mal machen. Aber wir gucken, was es kostet. Oh. Okay, also hier gibt es anscheinend noch was zu erledigen. 5 Cent, oh toll. Lass mich in Ruhe. Auf dem Hof hat er gesagt. Da gucken wir doch mal. Ole! Oh! Müssen wir uns beeilen. 5 Minuten. Oh, 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 oh. Alter! So. Job für Duck Danger, genau, denn da sind wir ja, wir wissen, unverwundbar. Na komm, nur mach, die Zeit läuft. Wenn ihr das, ja, wissen wir, und du? Hä? Und du? Hier, Schmier, du bist nicht weiter als ein Haufen Hamburger mit einer Glocke. Zeig ihm, wer der Boss ist, Duffy. Ach, vielleicht hier hinten verstecken, wenn man so ein Ding. Ja, toll. Gleich vorbei meine Zeit. Ich muss dich warnen. Ich bin ein Experte mit einem Sesambrötchen. Mein Held. Die Zeit ist um. Oh, Zeit für Duck Danger. Beeil dich, das ist keine Gehirnchirurgie, verstanden? Ja, komm auch raus. So. Lass den Stier in die Stadt. Ja, wollte ich doch machen. Wenn er buckelt, tippe ganz schnell X. Okay. Ich hab eine Flasche Worcestersoße, wo dein Name draufsteht. Komm schon, gib ihm kräftig die Sporen. Hä? Jemand den Grill an. Er geht gleich in die Knie. I don't get it. Er ist ja so tapfer. Ich sollte das Kostüm einfach kaufen. Das sieht nach dem perfekten Zeitpunkt für die Geburt einer neuen Art von Held aus. Du siehst es nicht, aber mein... Das ist doch die Statue, die er meint, oder? Ja, komm, mach. Eingewickelt in ein Geheimnis, umhüllt von einem Mysterium, gedeckt von Fee. Gleich wirst du... Ah, jetzt. Ach so, ich muss drauf springen und dann... Alles klar. Ich hab's mir anders überlegt. Lass mich runter! Keine Bange, es ist nur gefährlich, wenn du loslässt. Ich trage den Helm. Kann mir jemand einen Pfefferminzbonbon zuwerfen oder sowas? Links, nein rechts, nein links! Voll Narkose! Schon gut, wir haben jede Menge Kopien davon im Andenkenladen. Ich hab schon eine Menge Zeit. Na, 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 na. Das ist unwiderstehlich. Oh, komm. Ein Königreich für einen Sattel. Jeeha. Reit ihn zu, Cowboy. Schalt ihn ab. Schalt ihn ab. Du hast den Stier wirklich bei den Hörnern gepackt. Komm on, 2 Minuten.
Das werden wir doch mal hinkriegen, ja. Vergiss nicht, dich umzudrehen, damit du überall blaue Flecke kriegst. Ich tue es nur, wieso ich mich nie für Country Adventure interessiert habe. Kann mir jemand einen Pfefferminzbonbon zuwerfen oder sowas? Links, nein, rechts, nein, links. Wo ist da drin? Ich glaube, zwei sind es noch, hä? Keine Sorge, David. Da, wo sie herkommen, komm schon. Eine Menge mehr von den Dingern. Ich habe schon eine Menge Zeichentrickfilme gesehen, aber eins sage ich dir. Spaß machen würde mir das nie. Das ist unwiderstehlich. Ha, wir haben verstanden, den Gag. So. Ein Königreich für einen Sattel. Boom, 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 boom. Ja, Cowboy. Ich glaube, ich habe einen Sattel verloren. Versuch mal, ob du ein paar von den Abstrakten zertrümmern kannst. Wo ist er? Da ist er. Guck mal, darf ich noch einatmen? Yes! Okay, genug Geld haben wir, aber komm, den schnappen wir uns jetzt noch. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Da? Guck mal, Filmstars! Das ist natürlich doof, man weiß nicht genau, wo er hingerannt ist. Nicht den zeigen. Ja, toll. Ob die wohl was dagegen haben, wenn ich diesen kostbaren Klassiker zertrümmere? Wir versuchen es mal da. Kannst du vielleicht ein bisschen für mich? Schon gut. Karotten? Oh, stimmt ja. Immer geht alles nach ja, der kann ja eins von den beiden sein. Wir laufen einfach. Ah, okay, das ist schon mal gut. Dann scheint es hier irgendwie weiterzugehen. Da ziehen wir jetzt noch durch. Ich hoffe, es ist nicht jetzt allzu lange, aber egal. Wir haben ja noch ein bisschen Platz bei YouTube, wa? Was? Nur dann. Guck mal, Filmstars! Nicht hinzeigen, nicht hinzeigen. Klassiker. Na super. Dafür hat es jetzt so lange geladen, damit ich mir das Ding auf die Mütze fallen lasse, was? Okay. Ah, nice. Was ist denn jetzt? Ach, B. Denk du wieder. So entkommt man nicht, du fünffüßiger Schlitzvieh. Er hat sich tiefen aufgelassen. Okay, also bin ich schwarz. Ach. Oh, das ist gut. Muss aber auch mal ein paar treffen hier, ne? Hallo. Da kommt er an. Alter! Ich hab doch! Was ist denn hier los? Aber hallo! Okay. Jetzt aber. Rechtzeitig werfen. Rechtzeitig. Fehler! Doppelfehler! Na los! Eine Menge hübscher Dinge im Louvre. Du Büten, du Fick! Ach! Ach, ey! Hör mal, ein kurzer Boxenstopp und ein paar Donuts wären vielleicht angebracht. Ich wünschte, ihr könnt doch nicht selber sprechen. Noch mal zu spät hier. Können wir eine Karotte gebrauchen, Freunde? Wie viel sind es noch? 16. Schade. Ich hab Appetit auf Winter, Alter. Das kannst du nicht machen. Vor allen Dingen, wo kommen sie alle her? Ja. Ja.
Das war schon mal Glück gehabt, ja. Nochmal Glück. Nur nicht übertreiben. Ja. Wie viel noch? Sechs Stück. Oh komm, nee! Das ist mit dem Geld und dem Rauch dann hier, das sieht man nicht. Eine Karotte habe ich auch nicht gekriegt. Den Kram könnt ihr behalten, ja Leute. Sag mir Bescheid, wenn du anfängst zu reden. Ach, jetzt. Das war jetzt dumm. So hinterher hechten, das ist auch keine gute Idee. Oh, sehr gut. Keine gute Idee. Ey, den hab ich doch aber noch. Manchmal ist es besser, einen Schwarzen auszuweichen. Hat einer ein Kartenspiel dabei oder sowas? Man muss ja nicht übertreiben. Och nee! Ey, das gibt's doch nicht! Da will man dann immer wieder ein bisschen zu viel. Schade, dass man auch nicht mit dem Digi-Kreuz laufen kann, ja. Na. Jetzt hängt mir noch die Kopfhörer hier auf 7:30. Muss früher ausholen, ja. Ich kenne ja die Redewendung, das Leben ist nur ein Spiel, aber das ist doch lecker. Hör auf umzubringen. Die Zeit ist um, Enter. Wie heißt's? Das Dynamit ist ein ziemlicher Kracher. Lass das. Versuch nochmal, du verrückte Enter. Ihr merkt es, ich bin mächtig angestrengt hier. Ich muss noch woanders hin, ich bin verabredet. Ich auf jeden Fall kann man hier ein bisschen Kohle sammeln, ne? Aber irgendwann würde ich dann doch gerne mal hier. So, das sollte noch was her. Da.
Richtig, du schwarze Tiger. Ich dachte, für Tennis braucht man Bälle und Schläge. Nicht Dynamit und Bratpfannen. Ach, jetzt habe ich woanders hingeguckt, verdammt. Schon wieder sonst wohin geguckt, ey. What the? Lass mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, ja. Ich hoffe, wir kriegen diesen Diamanten, bevor die Börse fliegt. Ich dachte, für Tennis braucht man Bälle und Schläger. Nicht Dynamit und Bratpfannen. Nein, das Dynamit ist ein ziemlicher Kracher. Ja, bei den Doppelten hier am besten immer nur ein. Dann lass mal zur Seite. Hör auf, Punkt zu bringen. Oh! Meilen weiter neben. Steht 40 zu 0, wie in ich kann dich 0 bleiben. Nimm die Flügel hoch, bitte. Du meine Güte, rette mich doch jemand. Vorteil, Steffi, Grand Slam, danke. Warum treffe ich hier keine? Ey. Ich sehe schon, wie das läuft. Du lässt mich hier rumstehen, während du die Füße und mich für dich spielst. Oh, nee. Nur noch 4. Aber der auch sonst wohin donner die Dinger. Du Büten, du Mitzieh. Fehler! Doppelfehler! Trippelfehler! Auf prima! Köstliche Äpfenbraten! Weißt du, ich sehe ganz genau, was du da draußen treibst. Und es gefällt mir gar nicht. Warte, Käuschen. Das kannst du nicht machen. Das war's. Das hab ich Angst gehabt. Mehr hast du nicht zu tun. Jetzt bin ich richtig wütend. Oh, einer zu viel, ey. Du nicht machen, das ist Schummel. Hör auf, rumzubringen. Weißt du, ich fühle mich irgendwie ganz ausgezeichnet. Ja, dann. Versuch nochmal, du verrückte Ente. Bitte lass das Gebet, Ente. Boah. Da gucke ich wieder schön hinten. Man kann hier schön hier anschneiden. Wunderbar. Aber man muss natürlich auch treffen. Was mach ich denn? Krieg ich meine Mohrrübe? Meilen weiter neben. Du meine Güte, rette mich doch jemand. Weg du wieder. Ich mir Bescheid, wenn du ach, jetzt laufe ich auch noch rein. Jo, Leute, das kann ja noch ein bisschen dauern, wa? Ich frage mich, manchmal kriege ich eine Rübe, hier eine Mohrrübe, manchmal nicht. Ich kenne ja die Redewendung, das Leben ist nur ein Spiel, aber das ist doch nicht. Toll, den hier vorne treffe ich nicht. Ah, nee. Kannst du nicht machen, das ist Summeln. Hör auf, kommt nicht bringen. So. So. Die Zeit ist um, Ente. Das war's? Davor habe ich Angst gehabt. Was mach ich denn? Es steht 40 zu 0, wie in die Welt kann sich 0 bleiben. Das nächste Mal, das bringt dich, du verspinnerte Ente. Freunde. Hör mal, ein Kuss auf Hopfenstopp und
paar Donuts wären vielleicht angebracht. Mehr hast du nicht zu bieten? Das werde ich dir heimzahlen, Kade. Grand Slam, danke. Bam. Hör auf, umzubringen. Krieg nochmal, du verrückte Ente. Friefe Ente. Was wirst du wüten, du Mitvieh? Hätte mal erwickel dich, du verspinnerte Ente. Hat einer ein Kartenspiel dabei oder sowas? Fehler! Papa, Fehler! Rittelfehler! Meilen weiter neben. Ich hab aber nichts auf Ente aller Wenn ich wütend, das kannst du nicht machen. Oh, meine Güte, rette mich doch jemand. Ich dachte, für Tennis braucht man Bälle und Schläge. Nicht Dynamit und Radfahren. Wer hat mich fies? Ist richtig, du schwanzgefütterte Heilung. Versuch nochmal, du verrückte Ente. Jetzt, das dritte Mal erwicke dich, du verrückte Ente. Grand Slam, danke. Bam. Jetzt bin ich richtig wütend. Ich dachte, für Tennis braucht man Bälle und Schläger. Nicht Dynamit. Ja, ist doch gut. Er hat einen fiesen Aufschlag. Okay. Die können jetzt nur noch gerade schießen. Es steht 40 zu 0. Wie in ich kann dich 0 leiden. Na komm. Das kannst du nicht machen. Das ist Schummeln. Nimm die Bügel auf, Ente. Okay, Duffy. Hör auf, Punkt zu bringen. Versuch nochmal, du verrückte Ente. Das zweite Mal erdrück ich dich, du verfinderte Ente. Fehler, Doppelfehler, Trippelfehler. Ich dachte, für Tennis braucht man Bälle und Schläger. Yes. Mit Dynamit und Drahtzahn. Jetzt bin ich richtig wütend. Kannst du nicht machen, das ist Schummeln. Hör auf, Punkt zu bringen. Du entkommst mir nicht, du schwimmfüßiges Mitvieh. Gibt's doch nicht. Ich seh schon, wie das läuft. Du lässt mich hier rumstehen, während du die Füße hochlegst und nichts tust. Booyaka! Nur, das war doch gar nicht so schwer. Was ne Messe, ey. Da war jetzt aber die Panik hier, du, am Schluss. Vögel vom Himmel fallen ist ja möglich, aber Affen nicht ins Eck. So. Nun ist aber gut hier. Yes! Wir haben alle geschafft. Das heißt, wir gehen zum Kartenbildschirm, Paris, Louvre haben wir geschafft. Das nächste Mal geht's dann, was? Wooden Nickel, okay. Nach Las Vegas. Warner Bros. Studio, Paris, Louvre. Genau. Da geht's nächste Mal hin. Ich muss mich jetzt erstmal hier ausruhen. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder am nächsten Looney Juiced hier bei Teleconga mit Looney Tunes Back in Action für den GameCube Let's Play. Yibbidi yibbidi, that's all, folks.